أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Die Frage heute: Bestraft Allah denjenigen, der nicht fastet? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Koran, in der Sura Al-Baqarah, der Sura 2, in der Aya 183: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, das heißt zur Pflicht gemacht, wie es denjenigen zur Pflicht auferlegt wurde, die vor euch waren, damit ihr gottesfürchtig werdet. Das Fasten ist eine Säule von den 5 Säulen des Islam. Für den Muslim muss es selbstverständlich sein, dass er fastet, denn will der Muslim wahrhaftig sein, dann muss er diese Dinge tun, die ein Muslim tut, und dazu gehört das Fasten. In einer Überlieferung bei Ibn Khuzaymah und Ibn Hibban und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt in As-Silsila As-Sahiha, dass diese Überlieferung authentisch ist, so heißt es von Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu wa arda, qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul bayna ana na'imun إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد فقلت ما هذه الأصوات قال هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أبو أمامة رضي الله عنه sagt, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen. Und dieses war ein Traum vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er herumgeführt wurde und gesehen hat, wie die Leute im Grab bestraft werden. Während ich schlief, kamen 2 Männer zu mir, ergriffen meinen Oberarm und brachten mich zu einem rauen Berg. Sie sagten, klettere herauf. Ich sagte, ich schaffe es nicht. Sie sagten, wir werden es dir leicht machen. So kletterte ich hinauf, bis ich mich auf der Spitze des Berges befand. Dort hörte ich laute Stimmen. Ich sagte, was sind das für Stimmen? Sie sagten, das ist das Schreien der Leute der Hölle. Dann wurde ich weitergeführt und ich sah Leute, die an ihren Füßen aufgehängt waren, mit aufgerissenen Mundwinkeln und von Blut überströmt. Ich sagte, wer sind sie? Sie sagten, dies sind die Leute, die ihr Fasten brachen, bevor es an der Zeit war. Der Prophet Muhammad sallam, er berichtet uns, dass er hier Leute im Traum gesehen hat, die bestraft wurden. Und die Träume der Propheten sind Wahrheit. Das heißt, das, was sie in ihrem Traum sehen, wird genauso passieren. Denn das ist ebenfalls Offenbarung. Er sah Leute, die zwar gefastet haben, aber bevor ihnen die Erlaubnis gegeben wurde, ihr Fasten zu brechen, vor dem Sonnenuntergang, haben sie ihr Fasten gebrochen. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo sie es noch nicht durften. Und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, er sagte in seinem Fatawa-Werk, Al-Fatwa li Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, فَهَذِهِ عُقُوبَ مَنْ صَامَ ثُمَّ أَفْطَرْ عَمْدًا. Das ist die Strafe für denjenigen, der gefastet hat, aber absichtlich sein Fasten gebrochen hat. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالٌ مَنْ لَا يَصُومُ
aslan. Wie also ist die Strafe von demjenigen, der gar nicht fastet? Bedeutet, wenn die Leute, die zwar gefastet haben, aber vor Erlaubnis, vor dem Sonnenuntergang, ihr Fasten gebrochen haben, sie haben so eine herbe Strafe bekommen. Wie also sollte die Strafe für diejenigen sein, die gar nicht gefastet hat? Die wird mit Sicherheit härter sein. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.